Wir sind hier in der Lutherkirche in Hannover, in der schönen Nordstadt. Heute findet hier der erste Preacher Slam statt. 5 Priester gegen 5 Live-Literaten. Ein Poetry Slam wird es sein. Mein Name ist Henning Schade. Ich habe das Ganze zusammen mit meinem Kollegen Jan Ergesetelis organisiert. Wir moderieren das heute hier und sind sehr, sehr, sehr gespannt. Ich glaube, es wird spannend, weil es heute sehr, sehr stilistisch unterschiedlich wird. Vom Gedicht bis zum philosophischen Vortrag. Zerstöre das Schlechte, erhöre das Flehen deiner schmächtigen Knechte. Schick uns einen Link zur Was-Tun-Unterweisung und glätte das Schlingern der Weltenentgleisung. Ich, Mensch, liebe, also bin ich, ich hoffe, also bin ich. Ich bin Mensch durch Denken und Fühlen und Glauben. Dieser gibt mir Hoffnung und die lässt mich lieben. Die Liebe lässt mich an den anderen glauben. Ich fühle, du fühlst mich und glaubst mir und ich weiß, dass ich dir glaube und du mich liebst, ja. Ich glaube an mich. Am ersten aller Tage sprach Gott mit ihrer klaren, warmen Altstimme. Es wäre. Und machte Rosen in verschiedenen Farben und für verschiedene Orte. Blätter, Rosen, Hecken, Rosen, Seerosen. Für eins von Gottes Lieblingsfesten Pfingstrosen und eine für Jesus, eine Christrose. Klematis Enzian für den Winter Schneeglöckchen, Orchideen, Chrysanthemen, Kokos, Alpenfeilchen, Sonnenblumen, Mohnkugeln, Iris, Phlox, Lilien und für alle, die sich das nicht merken können, vergiss mein nicht. Und wir werden Landkartenknüllkugelwettbewerbe veranstalten und vor unserer idealen Landkartenknüllkugel wird durch ausgeklügelte Kugelknülltechnik auf einmal Island neben Australien liegen, nur damit wir uns in unserer geteilten Gedanken schnell mal eben rüberfahren können, wenn es uns bei den Pinguinen zu kalt wird in dieser Stolpersteinwelt. Aber mitten in dieser Bar in Berlin zu einem Mann, den man noch kaum kennt, zu sagen, ich bin übrigens katholisch. Ich muss an diesem Abend sehr betrunken gewesen sein. Jedenfalls hat es uns beide überrascht, dass wir zu mir gehen und schon im Treppenhaus habe ich angekündigt, dass die Wohnung nicht aufgeräumt ist. Im Flur war es dunkel und das Licht kaputt, sodass du den Rosenkranz nicht hast sehen können und auch die Marienikone neben dem Schlüsselbrett nicht. Heute auf Platz 3 mit 85 Zählern. Tobias, kommst du in die Startnummer so? 7, hier kommt ein Dankeschön. Auf dem zweiten Platz, meine Damen und Herren, mit tatsächlichen 92 Zählern mit 7 Kapiteln zum Glauben und zu dem, was alles sein kann. Klaus Urban, hier kommt er für euch. Dankeschön. Christina Brodeik-Eure. Mein persönliches Fazit ist, dass es ganz geschickt gewesen ist, sowohl nicht-christliche als auch christliche Inhalte in so einer gelungenen Veranstaltung zu vereinen. Und es hat mir sehr gut gefallen, dass beide Seiten auch so ausgewogen gewesen sind. Und diese Spannbreite fand ich super und sehr ungewöhnlich für so einen Poetry Slam. Ich habe auch schon so einen Dialogcharakter hier drin gesehen, also wie wirklich verschiedene Sachen miteinander kombiniert werden. Das hat mir sehr gut gefallen. Man hat viele Stile hier heute Abend zu sehen. Also man hat das ja gemerkt, dass zum Beispiel auch bei so ein paar Texten von den Kirchenleuten, dass es so still war und so aufmerksam und auch bei so einem Text, der so ein bisschen frecher und unverschämter war und da war einfach eine gute Stimmung im Publikum. Also ich glaube schon, dass da beide was davon mitnehmen konnten.